Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zur 39. Folge von Euro Truck Simulator 2 der zweiten Staffel mit mir, Francesco von den Funky Junkies. Und ja, ich habe ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Ich habe die Map geupdatet von Alex, ich habe die Russian Map geupdatet, also eigentlich habe ich alles geupdatet, hat mich ungefähr eine Stunde gekostet, alles zu downloaden. Deswegen sind wir auch wieder hier in Bergen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal einen Auftrag an. Oh, Markus ist auch neu. Geil. Markus ist neu. Dann Soldalsosen ist auch neu. Long ist neu, Götin ist neu. Stöpen ist neu, Ullerwart ist neu, Ness ist neu, ich glaube Westerras ist auch neu, da hat Alex auch mit ein bisschen so gebastelt und gearbeitet und so weiter, und sich da so ein bisschen was zurecht gemacht. Dann hier ist Schlieselburg ist auf alle Fälle neu, das weiß ich. Viborg weiß ich nicht ganz genau. Das ist jetzt wieder der russische Teil, da habe ich jetzt gerade eben mich echt nicht lange genug mit beschäftigt, um das jetzt sagen zu können. Und wie ihr seht, können wir rein theoretisch gesehen von Warschau nach Russland rein. Das ist auch schön. Okay, gibt es noch solche Veränderungen, die ich jetzt irgendwie sehe? Also ich sehe jetzt hier gerade sehr wenig. Wir sind in Bergen, wir versuchen mal irgendwie... Ach Gott! Mann, diese blöde Sonne, ich sehe mal wieder alles nur nix. Ich sehe mal wieder alles bis auf das, was auf dem Bildschirm ist. Ach, ich hasse den Sommer jetzt schon, aber es ist noch nicht mal richtig Frühling. Bergen nach Glasgow. Ja, wir kriegen da viel Geld für, aber irgendwie, ich will jetzt mal hier Richtung Russland rein. Ist auch mal scheiße, hier immer rumzugurken, oder? Kristiansand, Hirtshals. Das sind ja alle Strecken, da brauche ich ja gar nicht aufzunehmen für. Nach Bergen geht's nur noch, nach Kristiansand ist auch so eine kurze. Ach, wisst ihr was, ich fahre jetzt nach Kristiansand, vielleicht kriege ich in Kristiansand ja mal Aufträge hier nach Deutschland und so weiter. Heißt, diese Folge wird kürzer, allerdings, ich glaube, ich nehme hier nach direkt auch auf. Übrigens, ich werde es jetzt auch gleich so machen, dass ich die Mods in die Beschreibung unten reinpacke. Und diesmal auch wirklich. Nicht so wie die Male davor. Hallo, vorwärts. Ist das alles noch richtig? Jetzt ist es richtig. Okay, das ist noch aktiviert hierbei. Muss ich denn jetzt hier lang? Ja, muss ich. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Wie ihr seht, an den Büschen, es wird langsam Frühling, auch hier in ETS 2. War doch links rum, oder? Ich sehe jetzt Marvin nicht mehr. Gut, war richtig. Zum Zentrum. Oh. Fuck. Egal. Unser Trailer. Moment, wir haben... Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss nochmal hier... Ich weiß nämlich gar nicht, haben wir jetzt Fahrer oder haben wir keine Fahrer? LKW-Manager. Okay, das heißt, jetzt... Okay, wir haben... Stimmt, ich habe letzt... Weiß ich ja, habe ich upgraded. Heißt, ich werde das jetzt hier offen lassen. Halt, damit wir auch sehen, ob die was verdienen und wie viel die verdienen und scheiße. Ich bin ja hier, ich muss ja Licht anhaben. Ach Gott, ist das mal herrlich, wieder in Europa zu fahren, oder? Ich meine, ATS ist sehr geil. Aber ETS 2 darf man natürlich auch nicht vergessen. Deswegen nehme ich es jetzt auch auf. Okay, das heißt, wir fahren jetzt hier nach Bergen und fahren... Ach, Bergen, ja, nach Bergen und fahren dann durch Bergen wieder durch. Mit 50. Und ich werde jetzt auch die Videolänge von ETS 2, ATS, wenn ich alleine mache, wird ATS wahrscheinlich, kommt drauf an, wird ATS vielleicht auch so 20 minutenhaft oder sowas.
Aber bei ETS 2 ist ja meistens immer ein bisschen länger, ne? Weil wir ein bisschen mehr hier schon so haben und ein bisschen längere Strecken haben. Deswegen, Hä, wo ist denn das? Wo ist denn der? Ah, da. Heißt, ich werde dich hier bei ETS 2 werde ich das Ganze, ich komme nicht drauf, wartet noch, werde ich das Ganze in 20 Minuten Parts machen. Normalerweise war ja 15 Minuten Parts vorgesehen, weil ich da meistens wieder vergessen habe und dann so 10 Minuten bis 15 Minuten Parts gemacht habe. Aber das... Oh. Ich habe mich gerade gewundert, warum der Blinker nicht blinkt. Ich dachte, ich habe den Blinker betätigt, dabei habe ich nur aus dem Fenster geschaut. Ja, wo war ich? Wird halt jetzt 20 Minuten lang sein ungefähr, damit wir halt auch ein bisschen vorankommen, ne? Ich meine, schön und gut, aber also irgendwie kurze Videos sind gut, gebe ich ja zu. Aber lange Videos sind halt hierbei auch sehr hilfreich. Deswegen werde ich das in 20 Minuten Parts schneiden. Heißt, bei einer Stunde wären wir dann bei 3 Videos. Beziehungsweise bei einer Stunde 12, wie ich das glaube ich bei der 38. Folge war. Dann wird es nur 4 Parts sein und keine 7. Also wird ein bisschen weniger Videos geben an der Partanzahl her, aber... Ja, dafür ein bisschen länger. Und ich meine, also wenn man erstmal drin ist, wenn man so im Video drin ist, dann vergeht die Zeit sehr schnell, ne? Also ich meine, von daher werde ich das einfach so machen und mal schauen. Tanken muss ich nicht. Ah, ich vergesse immer zu pennen, habe ich das Gefühl. Der Auftrag muss in 18 Stunden fertig sein. Ich komme da gar nicht an. Ich muss mich nochmal irgendwann aufs Ohr hauen. Och, Manno. Wieder sehr hilfreich. Aber schön mit den Blumen. Da darf ich erstmal endlich 80 fahren. Ich will mal schneller fahren. Manno. Oh, das ist neu, oder? Ich glaube, das ist neu. Das war neu mit dem Schild. Mit dem leuchtenden Schild, glaube ich. Oder es leuchtet jetzt mehr durch den Spring Mod. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was der Spring Mod macht. Ich weiß, dass er irgendwas mit Texturen hat. Blumen und. Ah, das war's. Offenbar auch mit der Temperatur, weil es jetzt wärmer als sonst. Aber es sieht doch schön aus, oder? Die Sonne lässt auch gerade nach. Heißt, ich sehe auch wieder was und ich schwitze hier nicht extrem. Normalerweise hätte ich so ein Schwitzvideo machen können. So nach dem Motto, ja, ich will zocken, kann's aber nicht, weil ich schon ohne... Oh! Schon ohne zocken schwitze wie ein... Keine Ahnung. Wie ein, ja, Elch in der Sauna. Ha! Ich glaube, ich weiß jetzt... Oh! Ich weiß, wann ich jetzt einen Screenshot mache. Also ein Thumbnail mache. Aber werde ich wahrscheinlich wieder vergessen. So, komme ich jetzt nochmal hier an das Getränk ran? Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber ich bin ja schon dran, aber ich komme nicht wahrscheinlich nicht zum Öffnen. Oh, $357 von Sabrina. Sabrina bringt uns hoch. Bringt uns schon mal ein bisschen Geld ein. Mann, das ist schon wieder keine Gerade. Ich kann die blöde Flasche nicht öffnen. Oh, Entschuldigung. Und... Okay. Das hat gereicht. Zum Flasche öffnen. So. Endlich wieder 70, aber ich weiß ja... Alter, ist es da. Geht es da bergab. Wehe, Alter! Kannst du nicht mal gucken, Mensch? Nur weil du nicht geguckt hast, muss ich jetzt abbremsen, oder was?
Kollegen Schwein. Was fahren wir überhaupt? Wir fahren Kleidung, 24 Tonnen. Das können wir ja zumindest jetzt auch wieder fahren. Ne? Vorher war das ja aus mir viel zu wenig. Eigentlich hätten wir gar nicht genug Power, um diese 24 Tonnen Kleidung zu transportieren. Ich glaube, letztens mal waren das ja, wie viel, 24 Tonnen oder 23 Tonnen Digger, den ich in den Berg hochbekommen habe. Weswegen ich den LKW upgraden musste. Das ist ein Iveco vor mir, glaube ich, ne? Ah, ich meine, das war ein Iveco. Aber ich leg einfach nicht meine Hand ins Feuer. Ich konnte es mir nicht ganz genau sehen. Oh, wir dürfen 80 fahren. Geil! Alter, das ist auch neu. Das ist auch geil. Geil! Ja, dann muss ich jetzt wieder fahren, wa? Also wieder ETS 2 aufnehmen. Weil es dann hier schon so geile Sachen gibt. Oh, so eine coole Neuerung durch Alex, glaube ich, hat sich hier im Norden auch ein bisschen ausgetobt. So, komm, komm auf 80. Schaffst du. Ah, okay, ich merke, das sind 24 Tonnen. Komm, überhol. Und nicht schon wieder 70. Mann, da ist man... Es ist wieder mal so typisch. Da ist man gerade auf 80, da heißt es schon wieder 70. Es wird schon wieder... Oh, leck mich am... Was auch immer. Aber entscheidet euch mal, wie schnell jemand man hier fahren darf. Von 70 auf 80 auf 60. Wie viel in Spielzeit 10 Sekunden? Oh, jetzt komme ich den Berg wieder nicht hoch. Egal, ich muss dafür eh nur gleich 50 fahren. Endlich ist diese Kröte. Jetzt liegt auch endlich ab. Weg. So, jetzt fahren wir mal. Oh, die Sonne kommt raus. Ich sehe wieder nichts. Runter auf 50. Oh, ich sehe jetzt überhaupt nichts. Ohne Witz, ich sehe gar nichts mehr. Oh. Also ich sehe nur noch das Auto und das war's. Also so gefühlt. Ich meine, ich seh zwar genug, dass ich noch fahren kann, aber... Oh, nee. Oh, mein rechtes... Ich habe mein rechtes Auge gar nicht mehr offen, weil ich sehe jetzt mit meinem schlechteren Auge. Oh, leck mich. Oh, Mann. Ganz ehrlich, ich fand es so gut, wie es jetzt vorher gewesen ist. So grau, ab und zu mal ein bisschen sonnig, obwohl, wo ich dann arbeiten war. Mal Praktikum. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh, aber Sonne und schön kühl. Oh, Mist, Mist. Alter, ich habe den Blinker zu früh gesetzt, fällt mir gerade auf. Ist ganz ungewohnt, wieder in Europa zu fahren. Mann, oh, jetzt kann ich schon wieder nur nachts aufnehmen. Und das Problem ist, es wird auch noch wärmer. Ich meine, draußen sind es 8 Grad, in meinem Zimmer sind es garantiert auch schon wieder 28 Grad. Wegen der Sonne und wegen allem drum und dran. Aber es ist noch auszuhalten, so ist es nicht. Aber wir hatten das dieses Jahr schon, da waren 2 Grad draußen und in meinem Zimmer war das so heiß, dass man... Alter, ich brauche eine Sonnenbrille. Oh. Da bekommt die Sonne von, keine Ahnung, wo steht die denn gerade? Oh, ey, das ist perfekt. Die steht direkt, wenn ich meinen Kopf jetzt um 90 Grad nach rechts drehen würde, dann gucke ich der Sonne direkt in die Augen. Ja, also so, ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Aber die steht gerade so geil, dass ich wirklich... Das ist der perfekte Moment zum Aufnehmen. Ich glaube, ich kann jetzt nur noch so ab 17 Uhr aufnehmen. Wenn Sonne scheint... Heißt in nächster Zeit nur noch. Oh Mann. So, wir fahren das jetzt das erste Mal beim Markus vorbei. Ist ja neu. Oh, dieser Vision Drop. Erst sieht man alles von der Straße, dann blickt man rechts und dann sieht man nur noch den Felsen, der rechts von einem ist.
Scharfe Kurve. Ach komm, so scharf war es nun auch wieder nicht. Dafür muss ich jetzt 10 km/h entschleunigen. Das heißt, ich fange jetzt erstmal eine neue Straße. Och nein, keine Ampeln. Alles nur keine Ampeln. Och Gott, oh Gott. Ja, hier ist erstmal ein Markus. Ah ne, A war das. Ach, ich habe gar keinen Retarder drin. Ich dachte, ich hätte einen Retarder! Der hat mir jetzt geholfen. Du bist doch ein dummes Stück Scheiße. Ich meine, ich bin auch scheiße gefahren, aber du siehst mich doch. Du bist... Alter, ernsthaft. Ernsthaft. Das kann nur der More Realistic, also More Realistic Traffic Mod sein. Weil das ist realistisch. Behinderte Scheiße, Mann. Jetzt haben wir mehr Geld verloren, als unsere Fahrer heute schon eingenommen haben. Also mit heute meine ich in der heutigen Folge. Mann, leck mich fett. Och Mensch, Leute, 70. 80. Warum bremst du jetzt? Du bremst auch noch, der tritt noch auf die Bremse. Jetzt kriege ich hier mit unter. Oh. Also du bist auch ein Genie, oder? Du da hinten, jetzt verpiss dich mal hier. Mann. Ich will dich nicht vorlassen, ich will nicht hier in den anderen Wichser da vorne reinfahren. Was ist denn das schon für eine Folge hier? What the fuck? Ganz ehrlich, 5, mit 30. Gut, ich muss eh links abbiegen, von daher passt das. Aber, Alter. Oh. Warum sind hier so viele Ampeln, verdammt? Also, Alex, bitte, das hättest du doch ein bisschen anders machen können, oder? Also so viele Ampeln, hallo? Ich komme schon gar nicht den Berg hoch. Ach. Und jetzt bitte ein bisschen länger, ich muss gleich pennen. Und wieder 60. Ei. Zum Glück ist die Landschaft schön. Jetzt darf ich 80. Ach, ich bleib bei 64. Ich muss hier eh wieder runter beschleunigen. Weil ein Berg kommt. Und gleich kommt auch Serpentin. Auch sehr geil. Ich komme echt zu nix heute. Also, ja, heutigen Folge meine ich. Komm, komm voran hier. La 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 la. Ach du heilige Scheiße. Geh schon mal runter auf 50, ne? Machen wir mal so, dann sehen wir ja schon, was da in der Kurve auf uns wartet. Das einzige Problem ist, sie sehen nicht, wo ich fahre. 70? Ah, ihr habt auch einen Sprung in der Schüssel. Bleibt bei 50. Kann der da hinten zu oft hupen, wie er will. Wo ist denn der? Ey, der ist ja direkt hinter mir. Was machst du? Schnüffelst du am Trailer oder was? Willst du wissen, was für ein Parfüm der Trailer drauf hat oder was?
auch nicht ganz dufte. So, 60, ich fahre 55. Sicher ist sicher. Komm schon. Oh, gleich eh rechts abbiegen, von daher sind diese 50. Auf eingestellten 55 doch nicht schlecht. Und schon wieder eine Ampel. Alter, ich krieg einen Ausraster. Ich habe keinen Bock mehr auf Norwegen. Ich fahre nicht mehr nach Norwegen mit der Alex-Map. Das geht mir auf den Sack. Hier brauchen wir noch keine scheiß Ampel, Mann. Also da so unten, da bei der Schweiz, Italien, in der Österreich, Schweiz, Italien, die Gegend, da hat Alex sehr gute Arbeit geleistet. Und auch in Polen und so weiter. Aber hier, das ist echt unnötig, sorry. Aber das hilft keiner Sau. Ich hatte hier noch nie einen Unfall, also die Ampeln, die sind einfach nur Zeitverschwendung. Halt die Fresse, bedanke ich bei Alex. Mann. So, wieder ab auf 70. Aber schön mit den Blumen. Komm nicht mal mehr auf 60 oder wie oder wo oder was. Also ich bitte euch. Das ist dann nicht mehr normal. Und kaum sind wir auf 70, kaum sind wir endlich auf 70. Dürfen wir nur noch 60 fahren, Mann. Das ist mal wieder so typisch. Also dass das... Ja, ich reg mich am besten darüber gar nicht mehr auf. Das war nicht das erste Mal, das war nicht das letzte Mal. Und das wird auch immer so sein. Hab's nicht gesagt, wir sind auf 70, jetzt heißt es 50. Leck mich, ich fahr weiter. Mit 70. Meine Fresse, ich muss nicht immer alles tun, was auf dem Schildern steht. Also in echt sollte man das schon tun, aber hier ist das, war das jetzt echt unnötig. Gut, ich habe zwar nicht sehen können, aber wer ist denn so behindert und überholt da? Also von daher. Und ich hätte auch noch ausweichen können. Einkommen. 700, 800, fast 800 von der Sabrina. Das waren Bibi und Tina, verdammt. Sie jagen im Wind. So, wann können wir denn pennen hier? Will ich ja langsam. Natürlich. Wenn wir pennen müssen, dann können wir nicht pennen, weil nichts in der Nähe ist. Also jetzt bräuchte ich so eine. Wer ist das? Ach, wie heißt denn das nochmal? So eine Schlafbucht. Die Alexa ja auch uns mal eingebaut hatte. Aber ich weiß nicht, ob man da pennen konnte bei der einen, bei Bergen. Ob man bei der pennen konnte oder ob das einfach nur... Doch, man konnte da pennen, naja. Ey, ich schau mal hier auf den Plan, auf die Map. Ich meine, ich muss pennen. Zum nächsten Mal kann ich erst, hier pennen. Also ist bald. Ist bald soweit. Ach, ist bald soweit. Keine Baustelle, bitte nicht. Achso, ein Unfall. Ist das ein Unfall? Ja, das ist ein Unfall. Machen wir mal ein Foto von, wa? Wir haben wenigstens ein Thumbnail. Das war ein anderes Thumbnail, als ich wollte, aber egal. Tiefenschärfe. Sättigung. Und Screenshot. So, dann haben wir das jetzt auch und dann können wir jetzt endlich weiterfahren. Oh, der ist aber, ich glaube, ist er war zu schnell oder so unterwegs.